Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. So, wir sind hier wieder in Burg Grafenstein. Und das wird Update 1.1. So, ich zeige euch schon mal die kleinen Neuerungen. Zum einen haben wir den Cleanstone hier unten gegen Wolle ersetzt, was für meinen Geschmack irgendwie schön aussieht. So, es gibt noch eine kleine Veränderung in dem Abwehrmechanismus, und zwar, dass sich jetzt auch immer diese drei Blöcke herunterbegeben. So, dann jetzt mal von oben würde ich sagen, gehen wir gucken. Da hat man den besten Überblick. So, den Wehrgang kennt man ja schon. Nur halt eben, dass hier jetzt auch die zwei fehlenden Türme stehen, die allerdings keine Eingänge haben. Das ist aus einem ganz einfachen Grund. Nämlich habe ich mir das so gedacht, erstens, da hinten brauchen die Dinger keine Eingänge. Zweitens könnte man sich so unbemerkt auf die Türme schleichen. Gut, man kann sich auch hochbauen, aber wir wollen jetzt mal mittelalterlich bleiben. Da hat man sowas nicht gekannt. Hust. Ja, was man hier unten sehen kann, das sind die ungefähren Umrisse der Festung selbst, beziehungsweise der Burg selbst, so. Also Wolle und so weiter ist in jedem Turm dasselbe. Also es ist in jedem Turm ist Wolle. Hier oben habe ich irgendwie immer noch nicht herausgefunden, was ich hierhin machen soll. Das wird wohl noch ein Rätsel bleiben. Aber okay. So, gehen wir wieder runter. Denn es hat sich noch etwas Neues hinzugetragen. Außer, dass wir jetzt die zwei letzten Türme haben. Und zwar hat sich hier noch ein weiteres Gebäude erbaut, sage ich mal. Und zwar sind hier unten ebenfalls mit Wolle als Boden ein paar kleine Sitzmöglichkeiten sowie oben ein paar Betten für die Wachen. Die müssen ja auch irgendwann schlafen. So, gehen wir wieder runter. Ja, hat sich hier großartig ansonsten nichts verändert, außer jetzt der Tatsache, dass ich halt eben jetzt die wie heißt es? Außer dass ich halt eben jetzt die Türme gebaut habe, den Umriss gesetzt habe und das Wachenschlafgemach. So, es wurde im Forum schon spekuliert, ob ich cheate, und ja, das tue ich, weil es ist einfach nicht umsetzbar. Also nicht alleine. Allein kann man so viele Materialien gar nicht heranschaffen, und ich bin mir relativ sicher, dass ich habe noch ein Real Life, dementsprechend kann ich nicht den ganzen Tag vorm PC hocken und Sachen farmen. Wie gesagt, also es bleiben ungefähr 1,5 Stunden am Tag für Minecraft über. Und wenn ich dann den ganzen Krempel nur selber sammeln müsste, das wäre einfach nicht möglich. Weil es ist auch scheiße, wenn man dann irgendwie alle 2 Wochen ein Update machen kann, weil sich dann wirklich ein bisschen was geändert hat. Ja, irgendwie schon doof. Naja, okay, gut. Wie gesagt, wem es gefällt, der soll es sich angucken, wie es sich entwickelt. Wem es nicht gefällt, so sein lassen, ist mir relativ egal. Aber so etwas wie, ist scheiße, will ich einfach nicht. Das ist Meinung meinetwegen, aber das ist einfach nur. Das ist einfach Kacke. Ist das sonst nichts? Naja, okay. Was soll ich großartig jetzt hier noch zu sagen? Dass das Ding in einem Loch gebaut ist, habe ich großartig drüber nachgedacht. Also nicht großartig drüber nachgedacht, weil ich habe mir einfach gedacht, so hast du jede Menge Platz in alle Richtungen, so viel du willst. Gerade Fläche, was will ich mehr? Gut, wie gesagt, den Leuten, die es gefällt, sollen sich es angucken. Wem es nicht gefällt, soll es einfach sein lassen. Ja?
Gut, also ich würde mal sagen, das nächste Update kommt, wenn die Festung soweit steht mit den ersten Räumen hier drinne, beziehungsweise die Burg, wenn die Burg hier drinne ist. Und ich hoffe, ihr bleibt dabei, die sich dafür interessieren. Wie gesagt, den anderen. Ich hoffe, ihr findet irgendwas anderes Schönes. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum Update 1.2. Schöne Grüße, euer Mika.